Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Coma 2 und eventuell auch schon der letzten. Mal schauen. Übrigens tut es mir leid, falls ihr nochmal komische zusätzliche Musik in den letzten Folgen hattet. Ich glaube, ich habe mal wieder vergessen, mein Wallpaper-Programm auszustellen. Also die Musik zumindest. Ich bin aber auch so verplant, was das anbelangt. Aber ich will dieses Wallpaper-Programm halt nicht komplett deinstallieren. Das würde mich so traurig machen. Aber ja, falls dem so sein sollte, tut es mir sehr leid, dass ihr da noch was gehört habt. Ich glaube, ich habe nichts gehört, aber ich sag's mal zur Sicherheit. Mina, warte! Ach, ist ja geil. Jetzt ist hier nochmal ein Speicherplatz, wie praktisch. Trotz allem, was du denkst, kämpfen wir auf der gleichen Seite. Mina, du solltest wissen, was dich erwartet, bevor du dort hineingehst. Warum sollte ich dem, was du sagst, glauben? Ich habe nicht die Absicht, Yang Ho in irgendeiner Weise zu verletzen. Ich hatte keine Ahnung, was die Geisterwächter mit Yang Ho planten. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist. Ich werde meine Treue gegenüber dem Orden genau hier und jetzt ablegen. Yang Ho ist auch mein Freund und ich würde ihn nie verletzen. Aber ich bin heute Nacht aus einem Grund hier, um meinen Eid des Schutzes zu leisten und dich, die Schamanin, zu beschützen. Als ich hörte, dass Yang Mi getötet wurde, wurde mir klar, dass du diejenige warst, welche Sumi in Taijos Spiegel vor 60 Jahren gesehen hat. Ach, ich kann mit lästigen Schatten umgehen. Wenn du die bösartigen Schwestern aufhalten willst, brauchst du meine Hilfe. Sagen wir mal, ich würde dir glauben. Was kommt als nächstes? Entferne den gespenstischen Weihrauch von seinem Mantel. Die Klinge wird nie stumpf. Du solltest dir im Klaren sein, dass es seit über 100 Jahren kein Licht mehr gesehen hat. Jetzt müssen wir die Klinge mit dem Weihwasser der Trennung reinigen. Wie es das Glück wollte, segnete Minzu heute Abend dieses Wasser. Gieße es auf die Klinge, aber vorsichtig. Wenn die Zeit gekommen ist, zögere nicht, direkt in ihr Herz. Wenn du Fragen hast, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Was überlegst du? Vorhin hast du gesagt, dass ich von einem Erbstück von Lady Yuk Bang angezogen wurde. Was meintest du damit? Lady Yuk Bang war die Frau von König Gyeong Sun, der letzte Herrscher von Silla. Sie war ebenso eine mächtige Schamanin. Das wurde aber in die Geschichtsbücher nicht eingetragen. Das Silla-Königreich? Das war vor 1000 Jahren. Aber warum wird es Taijos Spiegel genannt? Ich bin echt beeindruckt, dass du sowas weißt. Aber von MacGyver hast du keine Ahnung. Lady Yuk Bang nutzte die einzigartigen Eigenschaften ihres Spiegels, um Taijos Aufstieg zur Macht zu inszenieren. Er würde schließlich die drei Königreiche vereinen und Goryeo gründen, von dem Namen Korea ursprünglich abgeleitet wurde. Der Rest ist Geschichte. Seitdem wird der Spiegel für Weissagung verwendet. Menschen schamanischer Abstammung können es in der Nacht eines Superblutmondes aktivieren. Diese Personen tendieren dazu, sich auf seine Anwesenheit zu konzentrieren. Vorhin sagtest du mir, dass die bösartigen Schwestern eine ungeklärte Geschichte mit der Familie Song haben. Hat das irgendwas mit Sumi Park zu tun? Die Schwester ist ein gefesselter Schatten. Sie entstand als direkte Folge des emotionalen Traumas eines einzelnen Menschen. Diese Person ist Sumi Park. Die Schwester offenbarte sich, nachdem Sumi vom Tod ihres Bruders erfahren hatte. Gegen meinen Wunsch entwickelten sie eine enge, nein, eine unzerbrechbare Verbundenheit. Ich zwang Sumi dazu, sie zu verlassen. In der Nacht des letzten Superblutmondes fragte ich Sumi, ob sie mit Hilfe des Mondweihrauchs ihre Schwester vernichten würde. Als die Schwester dies herausfand, war sie außer Kontrolle. Keine der beiden Mädchen vergab mir dafür jemals. Wir waren gezwungen, sie hier gefangen zurückzulassen, weit entfernt von ihrem Abbild in der Wachwelt. Gleich geht die Box da oben raus. Ihr Groll und ihre Kraft wurden jedes Jahr mächtiger. Sumis Versäumnis zu handeln hinterließ ein dunkles Erbe in der Sever High, welches sie versuchte zu vergessen. Ich nehme an, es ist nur passend, dass die Schwester Frau Songs Schatten korrumpierte, um ein krankes Abbild der Person zu sein, die Sumi am meisten liebt, ihre Enkelin. Dennoch ist es nun an uns, den Kampf des Willens zwischen diesen bösartigen Schwestern zu beenden. Wie kann es sein, dass du nichts von den Plänen der Geisterwächter bezüglich Yang Ho für heute Abend wusstest? Sumi benutzt ihre Macht als Geisterwächter-Ministerin, um das heutige Team auszuwählen. Sie ließ mich in dem Glauben, dass Yang Mi diejenige ist, an den sie 1954 den Mondweihrauch weitergegeben hat. Tragischerweise wurde Yang Mi wahrscheinlich schon in jungen Jahren beeinflusst, um diese Lüge genauso zu glauben. Sie war eine echte Schamanin, aber nur Sumi hätte wissen können, dass sie die Klinge nie erhalten würde.
Ohne Yang Mi in diesem ganzen Gebilde könnte Sumis Absicht gewesen sein, das große Knirschen zu verhindern, ohne die bösartigen Schwestern zu töten. Das bedeutet, dass Yang Ho das Gefäß sterben muss. Sie muss Jung Bae in meine Berichte eingetragen haben. Er hat sich früh von unserer Gruppe getrennt und machte sich daran, Yang Ho schnell zu erledigen. Ich denke, die Dinge liefen nicht nach Plan. Sumi weiß, dass Yang Ho mein Freund ist und sie dachte sich wohl, dass ich ihren Plan niemals gut geheißen hätte. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum sie versucht, die bösartige Schwester zu beschützen. Und sie macht sich keine Sorgen darüber, was du mit dieser Klinge tun könntest. Ich bin bereit, wie ich es jemals sein werde, aber ich muss das wissen. Nur, wie alt bist du? Ich werde nicht lügen, ich bin ein bisschen panisch nach dem, was ich gesehen habe. Mina, es gibt einige Dinge, die besser ungesagt bleiben. Nebenbei solltest du eine Frau nie nach ihrem Alter fragen. Nun, weiter geht's. Ich werde keine Worte verschönern. Sie werden uns töten, um dieses Ritual zu beenden. Denke daran, zögere dort drin nicht. Amen. Mann, das war ja jetzt nochmal eine Wall of Text. Das ist einfach langsam zu viel. Ich kann auch nicht mehr so alles miteinander richtig in Bezug setzen, weil das so komplex geworden ist. So, gucken wir mal. Oh nein, ich muss mir die Nase putzen. Verzeihung, ich hoffe, das war nicht so laut. Gut gemacht, Seho. Wie versprochen wird deine Seele nach diesem Ritual frei sein. Ja, Schwester, ich bin bereit, deinem Gebot nachzukommen. Es scheint jedoch, dass du eine wichtige Aufgabe nicht erledigt hast. Was? Yang Ho, was hast du ihm angetan? Warum hast du diese ungebetenen Gäste in mein süßes Heiligtum gebracht? Damit kommst du nicht durch. Sie hat das Blutritual bereits gestartet und die Luft wird langsam stickig hier drin. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, sind wir Geschichte. Willkommen auf der Party, Mädels. Ich fürchte, ihr seid ein bisschen zu spät zur Show. Ärgert euch nicht. Meine liebenswerte Enkelin wird sich freuen, euch über die Einzelheiten zu informieren. Seho, sorge dafür, dass unsere Gäste herzlich willkommen sind. Oder unser Angebot ist beendet. Mina, diese gespenstischen Reben, welche Yang Ho fesseln, können an der Wurzel getötet werden. Ich lenke ihre Schergen ab. Finde einen Weg, ihn zu befreien. Los! Wow, cool. Wie geil da im Hintergrund. Yang Ho wurde von gespenstischen Reben gefesselt. Wow, oh je, wenn ich ihren Griff lösen kann, bin ich eventuell in der Lage, die bösartigen Schwestern aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Die gespenstischen Reben wuchern bis zur Bühne und zum Stand auf der zweiten Etage. Ich werde Yang Ho nicht befreien können, bis ich ihre Wurzeln abschlage. Okay. Wow. Aber wo denn? Okay, ich gehe erstmal hoch. Hä? Wohin glaubst du, kannst du laufen, du kleine Ratte? Spare deinen Atem für den Versuch, die Schule in die Luft zu jagen. Dein Ritual findet heute Abend nicht statt. Mein Mädchen ist vielleicht beschäftigt, aber du hast jetzt nicht den Schutz des Relikts. Ich werde dein Herz mit meiner eigenen Hand zermalmen, weil du so frech bist. Was soll ich denn machen? Wow. Hä? Ja! Oh. Der Dolch wird nicht ausreichen. Oh. Ach so. Ja, hä? Hm? Ja, okay. Das lief ja schon mal gut. Also, halten wir mal fest. Was halten wir denn fest? Okay, ich denke, dann fliehe ich erstmal und dann verstecke ich mich erstmal. Und dann gehe ich an diese Wurzel ran, glaube ich. Na gut, muss ich jetzt leider nochmal hier alles durchdrücken, aber war ja auch nicht super viel. Ist eigentlich ganz gut, dass wir gerade das Zeug für die Stamina genommen haben. Kann ich das überspringen? Nee, leider nicht. Bla bla bla. Ja. Oder ich cutte das kurz raus. Ich glaube, das mache ich. So, dann gucken wir doch mal. Hä? Ist ja komisch. Eben war da doch was, oder? Zum Untersuchen. Gehe ich halt weiter.
Hier geht's noch weiter hoch? Das ist aber zu. Hä? Ach so. Oh, ich hätte das Licht anmachen müssen. Ja, das muss man ja auch erstmal erahnen. Der Dolch wird nicht ausreichen. Okay, ach so. Also doch hoch, okay. Und jetzt finden wir hier vielleicht was, oder wie? Moment. Davon kann ich nichts gebrauchen. Alles hier ist mit irgendwas Klebrigem benetzt. Dieser Platz ist leer. Davon kann ich nichts gebrauchen. Moment. Oh mein Gott. Dieser Platz ist leer. Hier gibt es bla. Alles hier ist mit diesem klebrigen Zeug voll. Hä, habe ich jetzt hier nicht alles untersucht, was es gibt? Oder gibt es hier noch andere Orte unten auch? Hä? Das ist ja seltsam. Ach, hier! Ich könnte diese Feueraxt verwenden, um die dicken Wurzeln durchzuhacken. Ich muss etwas finden, um das Sicherheitsglas zu zerstören. Ach, ist das jetzt deren Ernst? Ach, scheiße, die Einrasttaste. Nein, ich will sie nicht einrasten. So, ich gucke jetzt einmal hier unten. Hier ist nichts. Hier vorne ist ein Automat, wie lustig. Um zwischendurch was zu kaufen. Aber finde ich schon irgendwie cool. Also. Okay. Hätte sowieso nicht mehr geklappt, aber wir wissen jetzt, was die Reihenfolge ist. Also, mit Licht angucken, die Wurzeln. Runtergehen, Axt und dann wahrscheinlich wieder ganz hoch. Ich nehme an, dass da irgendwo dann etwas ist, mit dem wir das Sicherheitsglas aufbekommen. Und dann wieder hoch und dann, oh Mann. Okay. Das ist ein Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. So, aber das ist echt lustig mit der Maschine hier. Oh, ich gehe mal kurz shoppen. Und da hinten kämpfen die so. Und ich stehe an dem Automaten und überlege, nehme ich lieber die Bandage, nehme ich das Wasser oder nehme ich die Cola? Okay, ich mache einen kleinen Cut. Ich mache schon mal das, was wir wieder machen können. So, das hier untersuchen. Der Dolch wird nicht ausreichen, also besorgen wir was anderes. So. Ich könnte, aber ich brauche etwas Krasseres. Also gehen wir jetzt, vermute ich halt ganz stark, doch hier hoch. Und werden hier hoffentlich etwas finden. So, dieser Platz ist leer. Davon kann ich nichts gebrauchen. Alles hier klebrig. Davon können wir auch nichts gebrauchen. Schnell vorbei. Leer. Hier ist ein Werkzeugkasten. Damit sollte ich das Sicherheitsglas zerstören können. Ich mach mal kurz aus. Oh, Entschuldigung, schon wieder die Einrasttaste. So. Wir haben die Feueraxt. Oh no. Du kleine nervige Plage, oder etwa nicht? Du kannst das Blutritual nicht stoppen. Okay. So. Das zerschlagene Wurzelinnere ist freigelegt, aber dessen schützende Rinde regeneriert sich. Es muss doch einen Weg geben, um das Ding zu zerstören. Es
gibt ein kryptografisches Muster auf der Oberfläche des Kernstücks. Dayun! Wie würdest du nur ohne mich überleben? Suchst du nach dem hier? Du erhältst den zweiten Teil des zerrissenen Kryptogramms. Hab's! Danke, Dayun! Moment. Vergeht die Zeit hier drin? Nee, ne? Okay, sehr gut. Also. Ich glaube, da steht, welche Löcher wir... Hä, wo ist denn der andere Teil? Achso, der andere Teil ist... Ja, okay, sorry. Mecker. Moment. Also. Aber wo fängt's an? Messer? Also, Moment. Ich mal mir das mal kurz auf. Schwarz. Das ist leer. Das ist leer. Schwarz. Schwarz. Und... leer. Und schwarz. Ach so, leer. Der Pfeil mit dem Messer zeigt auf leer. Also müssen wir die leeren messern, würde ich sagen. Also. Ja. Die Wurzeln sind abgestorben und die gespenstischen Reben sind verwelkt. Yang Ho wird nicht mehr von ihnen gefesselt. Du warst mir lange genug ein Dorn im Auge. Es ist Zeit, dieses Katz-und-Maus-Spiel zu beenden. Sie nähert sich der Kultstätte. Ich muss da runter und Yang Ho helfen. Ich lasse das Licht mal aus. Nein, ich habe eben gedacht, wie, es kommen jetzt die Credits schon. Was ist denn das für ein Ende? Das gibt's ja nicht. Das sagt mir ja gar nichts. Also außer, dass sie es scheinbar geschafft haben, sie aufzuhalten und den Untergang der Welt abgehalten haben, was ja ganz nett ist. Aber was ist denn mit Yang Ho passiert? Oh Mann. Naja, vielleicht kommt gleich noch eine Szene nach den Credits. Ich gucke mal kurz parallel nach, wie das mit... Ah. Oder sind das jetzt nur Artworks zum Verlauf? Ja, ich glaube. Endings. Ja, das sind Bilder aus dem Spiel. Coma 2. Gucken wir mal, was wir herausfinden können. All Endings. Okay, also das deutet ja schon mal darauf hin, dass es mehrere gibt. Two different endings. One good and one bad. Na toll, bestimmt haben wir das Bette. Oh, hier steht nichts darüber, wie man die bekommt, okay. Ah, vielleicht hier in der Steam-Community. Ich gucke mal bei den... Nee, nicht Diskussion, wie heißt das? Guides oder so. Fetish? Walkthroughs? Sorry, dass ich da gerade jetzt so drauf konzentriert bin. Ich will das nur mal eben... Ich
sag gleich noch was zu meinem Eindruck vom Spiel. Oh. Okay, scheinbar haben wir sehr früh im Spiel was verpasst. Nachdem wir Yasol helfen mit dem Gegengift, hätten wir eigentlich zurückgemusst zum Dokkaebi Market. Und er schreibt hier oder sie: You will be locked out from unlocking the true ending. Ah, verdammt. Ah, da ist aber noch was. Seho? Er war schon eine Weile nicht mehr im Unterricht. Ach so, ich muss drücken. Ah, okay, da kommt noch was. Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel im Kopf hattest, Mina. Bitte triff mich heute nach dem Unterricht. Oh, oh no. Hey Mina, wegen gestern. Schwamm drüber, oder? Lass uns noch einmal von vorne anfangen. Oh, krass. Es tut mir leid, wir haben alles getan, um ihm zu helfen. Ja, es soll, oder? Wohin gehe ich von hier aus, Yang Ho? Oh Mann, das ist so verwirrend, diese Story. Ich weiß nur, dass ich schon am Ende des ersten Teils verwirrt war, aber jetzt bin ich noch viel verwirrter. Also er ist scheinbar gestorben, zumindest bei diesem Ende, weil wir haben ja scheinbar nicht das... Oh, hä? Es geht noch weiter. Die Informationen, die Sie angefordert haben, Minister. Es ist alles da. Ah, Blutmond-Zwischenfall. Ereignisbericht. Kommt jetzt noch was? Bevor ich was dazu sage? Nee, jetzt ist tatsächlich zu Ende. Bonus. Okay, hier sind einige Bilder. Folge mir nicht, du Freak. Wahrscheinlich teilweise, wenn wir es geschafft hätten... Huch, was ist das denn? Das hatten wir? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ist ja lustig, sie haben irgendwie so ein Model für Mina. Das ist ja cool. Das ist ja ganz nice eigentlich. Krass, okay. Und die jetzt, die weiß ich nicht, dass ich aus dem Spiel geschmissen werde. Ja, also, was ich hier eben auf die Schnelle gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass wir darauf nicht mehr zugreifen können, ab einem bestimmten Punkt. Und das Problem ist ja, dass ich nur von hier in ganz, ja, nur diese paar Speicherstände habe. Also, ich habe definitiv nichts, was davor liegt, weil, was ich hier sehe, wir hätten halt etwas gebraucht. Dann, das haben wir hinbekommen, dieses Wasser der Trennung oder das Weihwasser der Trennung. Das gehört auch mit dazu zur Route zum True Ending. Das haben wir ja hinbekommen. Und dann gibt es den Blutrubin.
Und da hätten wir aber Chance für retten müssen. Und Chance hätten wir nur retten müssen, wenn wir auf dem Dokkaebi Market irgendwas bekommen hätten, was Spectral Incense heißt. Und dann hätten wir auch den Blutrubin bekommen können. Und wenn wir dann alles gehabt hätten und alle gelebt hätten, hätten wir das True Ending bekommen. Tja, meine Lieben, von daher werde ich das wohl unten verlinken. Ich werde es mir da auch dann angucken. Bin ich schon gespannt, was wir da so dann sehen. Aber ich kann es unmöglich jetzt spielen. Ich spiele nicht das komplette Spiel nochmal durch. Ich muss es ja von Anfang dafür anfangen. Das ist heftig. Und finde ich nicht so toll, weil die Sache mit dem, was wir da in diesen Räumen gefunden haben, mit den blutumrandeten Türen, das ist das eine gewesen fürs True Ending. Das war ja, da ist man ja total reingestolpert. Das konnte man quasi nicht übersehen. Aber das andere mit dem Dokkaebi Market, woher soll ich denn wissen, dass ich dann nochmal zurück muss? Vor allem vorher wurde doch auch nicht dieses Telefonat getriggert mit dem Dämon. Ich bin ganz verwirrt, wie ich darauf hätte kommen können, halt, dass ich da hin muss. Aber naja. Ja, ansonsten hat es schon Spaß gemacht. Es hatte viele Stellen, wo das Spiel, glaube ich, so ein bisschen absichtlich gezogen wurde mit diesem Hin- und Hergelaufe, was dem Spiel, also was gar nicht notwendig gewesen wäre, weil ich finde, das Spiel war lang genug. Also es wäre auch ohne diese Phasen des Hin- und Hergeschickes da von Dang Jung hauptsächlich. Ja, wäre das okay gewesen? Das musste doch gar nicht sein. Dann ist es halt nicht ganz so lang, aber fühlt sich wenigstens nicht künstlich gestreckt an. Ansonsten war ja das Gameplay eigentlich wieder dasselbe. Es hätte fast noch häufiger eine der bösen Schwestern auftauchen können. Ich fand, sie sind sehr selten aufgetaucht. Dadurch ist relativ wenig Angst eigentlich hier zustande gekommen. Also man hat sich nicht so bedrückt gefühlt. Ansonsten, ja, diese Quicktime-Events waren okay. Gut, wenn sie einen zum ersten Mal erwischt haben an einer bestimmten Stelle, wusste man nicht, dass das kommt. Und dann war man eigentlich instant tot. Aber die Speicherpunkte sind ja auch sehr großzügig gesetzt. Also insgesamt hat das Spiel auch keinen hohen Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Vielleicht hätte man da nochmal überlegen können, ob man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anbietet. Das wäre ganz interessant noch gewesen. Ja, Grafik war ja auch wieder im vorherigen Teil, hat mir gut gefallen. Musik war gut. Die Story ist mir echt zu krass. Also die ist so überladen. Sehr interessant, aber irgendwann verliere ich einfach den Faden. Wer mit wem hier unter einer Decke steckt und warum und wieso. Und dann reden die immer so lange teilweise miteinander, dass ich ein bisschen den Faden verliere. Also, wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sie Coma 2 Minus geben. 2 Minus, 3 Plus, irgendwie sowas in dem Bereich. Es ist gut, aber einmal reicht und ja, es wäre jetzt nicht so das erste Spiel, was mir einfallen würde, wenn ich jemandem ein Spiel empfehlen würde oder so. Ja. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke ich euch, dass ihr die ganze Zeit mit dabei gewesen wart bei The Coma 2. Tut mir leid, dass wir jetzt nicht das gute Ende erwischt haben. Ich suche aber das Ende raus und verlinke es unten, dass wir es uns noch anschauen können. Eventuell schreibe ich auch noch was dazu. Genau. So machen wir es, meine Lieben. Ich danke euch und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.